Mittwoch, 9. Januar 2013, wohlgemerkt, gestern habe ich es falsch gesagt. Herzlich willkommen zu den News to go. Es gibt Riesenärger in Belfast, in Irland. Was da los ist, erfahrt ihr, wenn ihr hier klickt. Außerdem geht es gleich um die USA und einen eventuell geplanten Truppenabzug aus Afghanistan. Da könnt ihr hier klicken, wenn euch das interessiert. Und die Zahl des Tages, die dreht sich heute um mobbende Nachbarn. Da könnt ihr klicken, falls das ein spannendes Thema für euch ist. Aber noch besser ist es natürlich, wenn ihr von vorne bis hinten dran bleibt. Jetzt die beiden wichtigsten Nachrichtenmeldungen des Tages und wir beginnen in Irland. Vielleicht kennt ihr ja die Stadt Belfast, das ist die zweitgrößte Stadt Irlands nach Dublin. Belfast ist eigentlich ein sehr, sehr schönes, beschauliches Städtchen. Die Menschen dort sind friedlich, zumindest seit einigen Jahren, und alles ist in Ordnung. Aber jetzt hängt gerade der Haussegen in der Stadt schief. Und das hat alles mit einer einzigen Flagge zu tun, die auf dem Rathaus in Belfast bisher immer gehisst war. Es ist der Union Jack. Der Union Jack, das wisst ihr vielleicht, das ist die Flagge von England, von Großbritannien. Kann man nicht immer gleichsetzen, in dem Fall ist es aber die gleiche Flagge. Bis vor kurzem ist diese Flagge immer wunderbar im Wind geweht auf dem Rathausdach von Belfast. Jetzt hat aber der Gemeinderat der Stadt beschlossen, diese Flagge nur noch zu besonderen Anlässen zu hissen. Zum Beispiel heute, da hat nämlich Kate, die Frau von Prinz William, Geburtstag. Ansonsten ist die Flagge nicht mehr auf dem Dach. Ja, wen interessiert es? Ist doch völlig egal, ob die Flagge weht oder nicht, sagen wir. In Belfast sieht das ein bisschen anders aus und vielleicht kennt ihr ja ein bisschen die irische Geschichte. Es gab ja schon einen Bürgerkrieg in Irland, da ging es um die Protestanten, die auf der Seite der Engländer waren, und die Katholiken, die republikanisch unterwegs sind, also die ein eigenständiges Irland wollen. Wenn euch das interessiert, in der Infobox habe ich euch denn mehr zu verlinkt. Und es ist so, dass die Leute, die gegen diese Flagge sind, größtenteils katholisch sind. Die sagen, wir sind hier Irland, wir brauchen nicht noch eine Flagge von Großbritannien auf dem Dach. Die Leute, die evangelisch sind, die Protestanten, sagen aber nein, es ist wichtig, wir gehören zu Großbritannien und deswegen soll diese Flagge aufs Dach. Also das ist ein Konflikt, der steckt sehr, sehr viel tiefer und der schwelt seit vergangener Woche, denn seit vergangener Woche ist eben diese Flagge nicht mehr auf dem Dach. Da gibt es Ausschreitungen und in der letzten Nacht waren die Ausschreitungen wieder sehr massiv. Hunderte Menschen sind da aufeinander zugestürmt. Es gab sehr, sehr viele Verletzte, sowohl auf Polizeiseite als auch auf Seite der Demonstranten. Und es war die bisher härteste Nacht, was die Ausschreitungen angeht. Und ich fand das ganz interessant, weil von diesem Thema bekommt man hier in Deutschland relativ wenig mit. Wie gesagt, in der Infobox habe ich euch da was verlinkt. Es sieht auch nicht so aus, als würde sich der Ärger schnell beilegen. Also Belfast wird gerade von heftigen Unruhen erschüttert. Ein europäisches Land, das gar nicht so weit weg ist von uns. Nachricht Nummer 2 dreht sich um Afghanistan. Ihr wisst ja wahrscheinlich, in Afghanistan sind viele ausländische Truppen. Die deutschen Truppen sind dort seit 10 Jahren, auch die US-amerikanischen Truppen sind dort. Es gibt immer wieder Anschläge in dem Land. Viele Afghanen sagen, wir wollen endlich wieder unser Land für uns. Die Truppen aus anderen Ländern sollen raus. Es gibt auch Abzugspläne aller Länder, die in Afghanistan sind. Auch die Deutschen sagen, wir wollen nicht mehr so lange dort sein. 2014 soll das Jahr sein, in dem die meisten Truppen aus Afghanistan rausgehen. Aber es war bisher geplant, dass nach 2014 auch noch einige wenige Soldaten im Land bleiben. Jetzt ist aber durchgesickert, dass die USA anscheinend 2014 komplett aus Afghanistan raus wollen. Das zumindest sind Pläne, die es im Weißen Haus gibt, und das wäre schon eine kleine Sensation, denn bisher ging man immer davon aus, dass die USA mit am längsten in Afghanistan bleiben. Es könnte sein, dass, wenn die USA komplett raus sind, sich auch die Anschläge reduzieren in ihrer Zahl. Es könnte aber auch genau das Gegenteil sein, denn die afghanischen Sicherheitsbehörden sind noch nicht so stark, wie sie eigentlich sein müssten. Das also die Pläne, auch dazu gibt es mehr Infos in der Infobox, auch zu den Hintergründen des Afghanistan-Krieges. Die Zahl des Tages heute ist die 39. 39% haben nach einer Studie eines Online-Portals negative Erfahrungen mit ihren Nachbarn gemacht. Das ist eine ganze Menge, mehr als ein Drittel aller Deutschen haben also Ärger mit den Nachbarn. Das fängt da an, dass die Nachbarn immer zu laut sind, immer meckern oder immer kontrollieren, am Fenster stehen, gucken, was macht man. Aber geht auch bis zu dem Punkt, in dem die Nachbarn zum Beispiel jemanden anzeigen, weil, keine Ahnung, der Kirschbaum zu weit ins eigene Gelände reinwächst.
Das fand ich ganz spannend. Ich kann das nicht bestätigen. Unsere Nachbarn hier sind alle super nett und wir verstehen uns ganz gut mit denen, hatten nie Ärger. Das Einzige ist nur, dass unsere Nachbarn manchmal etwas laut sind. Zum Beispiel direkt über uns wohnt jemand, der ja, sehr laut schnarcht und das hört man dann auch jede Nacht. Man wird davon nicht unbedingt wach, aber beim Einschlafen hört man immer so ein sanftes Brummen von drüben. Es gibt auch Nachbarn, die sind nebendran, die haben ein Fitnessgerät, das hört man auch immer mal wieder, aber so bekommt man mit, was die Nachbarn machen. Ist ja auch nicht so uninteressant und ich habe euch auch schon mal erzählt, dass die Oma hier gegenüber auch gerne mal am Fenster steht und reinguckt, was man hier so macht, aber da fühlt man sich wenigstens sicher, weil immer jemand zuschaut, was hier passiert. Die Frage an euch, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr von euren Nachbarn euch bisher gemobbt gefühlt? Habt ihr Ärger mit euren Nachbarn oder ist es ähnlich harmonisch wie bei uns? Wie sieht es aus? Schreibt es in die Kommentare. Finde ich sehr spannend, denn Nachbarn, da kann man einfach nicht weglaufen, die sind halt da. Jetzt zu Mirkos Lieblingssenf, mein Lieblingskommentar unter dem Video von gestern. Ich wollte von euch wissen, ja, was sind denn so Kriterien, nach denen ihr euch YouTube-Videos anschaut. Da hat zum Beispiel geschrieben, Zef Kelanta, ich glaube, ich habe das wieder falsch ausgesprochen, als allererstes schaue ich auf den Titel. Wenn der mich anspricht, schaue ich gerne rein. Gerade deswegen kann ich es nicht ausstehen, wenn YouTuber dick und fett Wörter in den Titel einbringen, die sie nur einmal in den Mund nehmen. Das haben viele von euch auch geschrieben, also so reißerische Titel, die schrecken eher ab, als dass sie anziehen. Ansonsten schaut ihr vor allem auf den Titel, ab und zu mal auf Thumbnails, selten auf die Länge. Hätte ich gar nicht gedacht, aber offenbar ist vor allem der Titel sehr wichtig. Ich werde mir also noch mehr Mühe geben, gute Titel zu verwenden. Übrigens, der Hauptgrund, warum ich euch das gefragt habe, ist ganz einfach der, ich mache die Videos ja für euch und nicht für mich und deswegen möchte ich sie so spannend wie möglich gestalten und suche immer wieder nach Verbesserungsmöglichkeiten. Also auch wenn euch an diesem Video was auffällt, schreibt es mir, macht mich fertig, gebt mir Feedback. Ich meine, das hilft einfach nur dafür, dass die Videos für euch noch ansprechender und interessanter werden. Das war's mit den News to go. Jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Abend. Macht's gut, bis bald.